begrüße dich einfach ganz herzlich mal für den Abend. Ich weiß nicht, wie lange das schon alle Guren heute zu Schöffling wohnt, weil das lange hier, dass wir eine Soirée die Bienvenue für uns Mattbiercher organisiert haben, weil der Gesell Covid-19 genannt, den hat uns ganz oft die Strechnung gemäht, sodass wir während 2 Uhr eigentlich keine Soirée die Bienvenue hatten. Dafür haben wir ja auch relativ breit invitiert und wir sind an Erwartung, wie gesagt, von über 100 Leuten, die sich angemeldet haben, teilweise aufgemeldet, und sich angemeldet haben, wissen wir, die sind alle guren, herzlich willkommen auf einem Abend, den wir von Herzen wollen organisieren. Die sieht hier neben mal links einen kleinen Film über Schöffling, einen Film, den als Kollege von der AMSIS, das ist ein ganz eifriger Verein hier zu Schöffling, den alles am Bild und Ton festhält, was hier zu Schöffling so los ist, und das ist noch ganz viel. Den Auflauf von heute, für euch ein bisschen anzustimmen, nur den Mode Bienvenue an einer Präsentation über PowerPoint, über das Gemeng, geben dann anschließend unseren Präsident von der Kommission de l'Integration, den Deputierten und Chefin Marc Spautz, nach ein paar Worte unerschrichten. Wir haben nämlich ein neues Projekt umlaufen, den unter der Tutelle von seiner Kommission geschieht. Ist. Und dann eine Kommission, die auch ein Lien hat, direkt mit allen Bürgern, auch darum engagiert, Conseiller, die du Präsidentin hast von der Kommission, das ist Madame Nadine Kuhn. Sie kriegt dann nun Herr Spautz auch nach der Furt für erste Begrüßung, und vielleicht auch den ein oder anderen Überlegung mit auf den Weg zu gehen. So ist begrüßt der Hai mit mir zusammen alle Guren, die Leute aus dem Gemengen der Schäferrot, der wirst du vielleicht, wenn du sie nicht kennen, kurz vorstellen. Den Herr Jérôme Courtois, den Herr Sven Kiel, Madame Kuhn habe ich vorgestellt, dann den Chefin, den Herr Liqui Carlo, dann unseren nächsten Chefin, den Herr Albert Kalmes, den Herr Spautz habe ich vorgestellt, Madame Solania, und dann zu ihrer Madame Isabel Solania, und dann last but not least, Madame Idette Cattivelli. Ja, on this special occasion, I would also like to address a few words to our English speakers, knowing that not everybody understands Luxembourgish. There is a simultaneous translation from Luxembourgish to French, but please be assured that we will all answer all kinds of questions later on if there are any needs for clarifications. So, welcome. We have the pleasure to officially welcome you and your family in the municipality of Chifflange. We are glad you have chosen our beautiful village as your new home. Chifflange is a vibrant community, a vital community. We have a lot to offer. You will see it, sport clubs, culture opportunities, art gallery. It is possible to live here without doubt. To help you all settle in, we have gathered in the following PowerPoint presentation some useful information about the Chifflange and about what you need to know. We are a multicultural community. About 100 nationalities are represented in the municipality of Chifflange. We live solidarity. And the willingness to work together, to be together, is very high. We hope that as new residents, you will enjoy the very best in municipality service and assessed that we offer. If you need anything further, we are here to assist you. Again, on behalf of the members of the municipal council of the town of Chifflange, welcome and enjoy this evening. Wir geben dann zu einer PowerPoint-Show kommen, die wir auch gestaltet haben, für ein paar Bilder von Schöffling zu weisen, ein paar Explikationen zu gehen, die dann notwendig sind. Voilà, ich meine, da wo wir hier vorne sind, das gesagt, in Lodo von außen. Und hier auch noch einen dann Blick auf eine neue Entree von Schöffling heran. Wir zählen rund 11.200 Einwohner. Wir sind von 1970 fortgegangen bei 6.500. Wir sind ein Gemeng, die ganz groß am Wurzeln ist. Wir sind aber auch auf Limiten gekommen, was unser Wurstum an den Bau von neuen Logementen angeht. Schöffling zählt rund 1.100 Schüler an der Ecole Fondamentale.
Da sind drei Schulgebäude, wo die Kinder hingehen, die Albe-Wingert-Schule, die Schmidt-Schule und die Stein-Schule. Wobei ich muss wissen, dass wir ein riesiges Programm aufgestellt haben, für unsere Schulen zu modernisieren, für unsere Schulen zu vergrößern, für unsere Schulen mit der Maison Relais stärker in Verbindung zu bringen. Und dafür läuft eben ganz, ganz viel. Für die, die Schöfflinge schon von oben gesehen haben, das sind die, die auf den Birsch herabgetrippelt sind und daheim gesehen haben, der Blick von der sogenannten Plakischer Kopf, das ist der eigentlich höchste Punkt von unserer Gemeinde. Hier sind dann ein paar Impressionen, die wir da jetzt zu schulen. Die Liedi-Schmidt-Schule auf der linken Seite von ihr, das ist die sogenannte Alt-Schule, die geht ganz neu gemäht, die geht dort zugebaut, die hat durch das Patrimoine National gekriegt, weil da eine ganze Reihe von Elementen sind, die wir als schützenswert empfunden haben. Ob an der Mitte gesagt in Nelly-Stein-Schule, das ist eine Schule, die als genannt genau einer Freire Bürgermeister ist, die verstorben ist. Und dann haben wir den Blick auf die größte Schule, das ist die sogenannte Neuschule, und die hat den Namen Albert Wingert gekriegt. Und den Albert Wingert, das war ein Mann, den an der Resistenz am Krieg ganz viel für Schöffling gemäht hat, ein bisschen mehr modern, der Bau von unserer Maison Relais. Und genau bei der Maison Relais wird auch eine neue Schule entstehen, mit der ihr die Schule könnt. Haben wir ein Provisoire abgerichtet, dass etwas, was nicht bestehen bleibt, das ist etwas, was momentan von der Maison Relais als zusätzliche Plätze an Räumlichkeiten benutzt gehen. Und neben drunter sind dann noch als Schulkanner ein Teil von der Liedi-Schmidt-Schule innerbrücht. Voilà, schon nicht gesagt, Schöfflinger sind Lebensgemeng. Wir haben 60% von den Leuten, die hier wohnen, die haben die Lützerbeer Nationalität. Auf 40% haben die Lützerbeer Nationalität nicht. Das bedauern wir nicht. Die sieht rundherum Bilder als Gemeng Schöffling, die lebt von einer kulturellen Diversität. Die lebt von einer kultureller Präsenz von Leuten aus allen Herren Ländern, weil, wie gesagt, über 100 Nationalitäten, da haben wir noch ganz verschiedene Kulturen und Religionen, fanden wir eben hier in Schöffling. Ich will just die 12 von den 60% Lützebäuer Nationalität an dem Sinn relativieren, dass eigentlich ganz viele ausländische Mitbürger über die Option, dass sie Lützebäuer gehen, dadurch gemäht haben, sodass wir mehr Lützebäuer haben, wie nicht Lützebäuer haben wir eigentlich das umgekehrt, weil die vielen Lützebäuer Nationalitätsleute, die haben Wurzeln, die gehen aber dann zurück an Portugal, an Kap Verde, in Italien oder wo auch immer. Wir sind aber ganz froh, dass wir die vielen Nationalitäten hier bei uns können begrüßen. Das ist eine Bereicherung für unser Leben, das ist eine Bereicherung vom Madenin eins zu gehen. Und als Erinnerung darunter haben wir ja, ein guter Kilometer oder zwei Kilometer von hier weg, eng alle die Nation gesagt, wir haben für alle Nationalitäten längst durch eng Weht gesagt, die soll das symbolisieren, die einzelnen Nationalitäten, die hier sind, das am Naturschutzgebiet, das ist ein Triple W, die nicht mehr da kann gehen, wenn es nicht viel geregnet hat, sodass in dieser Dich es kann riskieren, weil die Regen von der letzten Zeit ist nicht durchgegangen, dass das Überschwemmungsgebiet eben noch ist. Schöffling, über 100 Vereine sind hier aktiv, dass dadurch die Pilier von unserem Zusammenleben. Wir haben traditionell Sportvereine, wir haben aber auch die traditionellen Gesangvereine, Musik und so weiter. Und natürlich auch im sozialen Bereich ein ganz reich engagiert Vereine. Und dann haben wir ein Fairtrade-Team, Schöffling, dafür leihen hier auch die Fairtrade-Produieren. Wir haben eine Equipe, die heißt Schöffling SBL, die an den letzten 10 Jahren bis über den 500.000 suchen für Solidaritätsprojekte, sieben drei in Lützeburg oder eben am Ausland gesammelt wird. Und das ist alles bedingt dadurch, dass wir ganz viel Animation hier an unserem Schöfflinger Leben haben. Hier Blick auf den Wasserturm, die gehört zu Schöffling, die Wasserturm, den ist auch national geschützt. Die hat alle bestimmt mitgekriegt, dass eben an der Nachbarschaft von unserer Gemeinde Richtung Esch Betze Schmelz fährt, Schmelz Schöffling, wie die Schöfflinger sie genannt haben. Und die wird revalorisiert und rekonstruiert, in dem Sinn, dass du etwas ganz Neues wird entstehen. Und als Gemeinde ist daran interessiert, für bei dem Wasserturm innen an dem Haus ein Museum zu bauen, ein Museum über die Kultur, über das Patrimoine kulturell von der Siderurgie, von den Leuten,
die du geschafft hast, die Basis vom Wohlstand von unserem Land gelegt und die Basis von unseren vielen Vereinen gelöst haben, die eben am Minnet stehen, geschafft haben und in ganz weiten Konditionen gelebt haben. Aber auf dem nächsten Bild gesagt, den dann ein Blick auf den ganzen Bereich, den du soll ganz neu gestalten gehen. Schöffling zählt dann eine ganze Reihe von flotten Sportinfrastrukturen, die hier das Gleiche sichern, notamment als der Stade Jean-Jacobi, der Leichtathletikstadion, wo vor allem internationale Meetings stattfindet, ein Terrain aus, den dadurch zulässt. Dann haben wir zwei Fußballsterren. Wir nehmen den Fußballsterren, wo da bestimmt schon ein Skatingpark gesehen, wo da einen kleinen Mountainbiker drauf in der Weh aus, wir haben einen Schwamm, die wir euch nicht mehr können rekommandieren, weil die Energiekästen, die hier auf uns zukommen werden, nicht möglich müssen machen, dass wir Temperatur liegt, müssen raufsetzen mit Fried um Schwammen, will man aber all die Leute eigentlich nicht holen, die das wollen genießen. Sie müssen dann eben vielleicht ja, ein bisschen mehr sehr schwammen und ein bisschen mehr anstrengend schwammen. Neben all diesen Sachen haben wir natürlich auch eine Sauna, wir haben noch eine ganze Reihe von Aktivitäten, die da draußen sich können aufhellen. Ein Blick an die Geschichte von der Gemeinde, ich gehe aber wirklich nicht ganz, ganz weit. Das ist eine Gemeinde, die hat über 100, die feiert geschwind ihren 150. Geburtstag. Das war ein Dorf, an dem wir so und Leute von Schöfflingen immer noch, was sie ankaufen gehen, ich gehe an Dorf. Weil hier, da vis-à-vis, wo die Centre als Post dran installiert ist, da waren drei oder vier Bauern hef. Ein bisschen wie weit geguckt, wenn auch Bauern hef. Und Schöffling war wirklich ein Dorf und die Geschäfte, die sich hier näher gelassen haben, sehr oft lose gut, das Geschäft mit dem Namen von einem Kaktus, da gehen die Leute eben dann an das Dorf ankaufen. Rundherum waren Schmelzen, wo die Leute dann geschafft haben, die City bei der Schmelz, das ist eine City, die aus seiner Zeit von der Arbeit abgebaut wird, für das die Leute auch eine Wohnung hatten. Schöffling verbindet natürlich auch eine ganz große Schicksalsgeschichte, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg ausmachen, in der Zeit, wo Lützebäuer Jungen auch für Schöffling zwangsrekrutiert sind, wo Deportation ausstung, aber natürlich auch der Streik als ein Element von der Resistenz gewischt, wo Resistenz gemäht ging. 80 Jahre spät sind wir eben in einer Ortschaft, die über 11.000 Einwohner zählt. Und wir gehen in Richtung von bald 12.000 Einwohner, aber dann sind wir aber so gut auf der Limit. Wir haben eine Reihe von Persönlichkeiten hier als Schöffling, die wir nicht für die Vieren teilen. Ich habe schon gesagt, denn aus der Resistenz, Albert Wingert, du für die Albert Wingert-Schule als auch noch ein Resistenzler, genannt Wenzel Proffer. Der Wenzel Proffer war nicht nur ein Resistenzler, aber der Mann war auch noch Künstler. Wenn er an Schöfflinger Kirche geht, Schöfflinger Kirche hat einen Relief und eine Mauer hängen mit der Symbolik vom Helge Martin, das aus sich eine Kreation von dem Wenzel Proffer. Wenn da die eine Seite von der Kirche steht und er guckt auf die Wand von der Gemeinde, sieht er eine Koppel, eine Arbeiterkoppel durchstehen, die auch als Relief, der muss wirklich den Kopf dann hier, wenn dann rumgucken, dass das auch ein Kunstwerk vom Herrn Wenzel Proffer. Dann haben wir den Eugen Bieren, das war ein Mann, den am Streik zusammen mit Hans Adam Schicksal erlebt hat, dass sie darunter gestorben sind. Wir haben eine Reihe von Europadeputierten, die mal hier abzählen, dass Madame Lidi Schmid und Madame Astrid Tülling, die auch lange Jahre Bürgermeister waren. Wir haben Minister, Chamberpräsidenten hier gehabt, wir haben unseren Ehren, Chamberpräsidenten, Herr Jean Spautz, das ist der Papst von unserer Markei. Dann haben wir unseren Ehren Bürgermeister, Schnelli Stein und den Roland Schreiner, Sportlerin, denen ihre Nummer Schöffling dick verbunden ist, der Jean-Jacobi, der Stade Jean-Jacobi, ein Mann, den kein Sport gemäht hat, mit dem er auf einer Olympiade an einem zähischen Wettbewerb für Lützeburg eine Goldmedaille gewonnen hat. Das ist eine Geschichte, die geht auch ganz weit zurück. Die Miralem Pjanic, für die Fußball interessiert sind, den ist heute zu Schöffling abgewusst, den ist heute zu Schöffling am Fußballclub groß gehen. Der Gilles Müller, ein guter Tennisspieler, den aber auch
Trackheit in die Null gehalten hat, die könnte aus der Schriftling kommen. Und dann eben noch der Ben Gastauer, neuerdings auf Riemenreis auch um Kevin Genietz. Künstler, schon die Wenzel Profan genannt. Ich will aber nicht vergessen, besonders den Art de Ville, der sieht da eine Kreation von ihm erwähnen, dass er ein Künstler, den über 90 Jahre gelebt hat, den größten Teil zu Schöffling. Aber wenn der Welt gesehen, wie die Mann schafft, er geschafft hat, momentan also an unserem Kunsthaus, an unserer Galerie, die einer Seite am Haftu, also eine Ausstellung über den Herr Art de Ville. Die Leute, die sich bestürden an der Gemeinde, die können sich immer an einem Mosaik erfreuen, den an unserem Hochzeitsraum wird hängen. Dann haben wir einen anderen Künstler, der noch am Gang von Schöffling, von der Schöfflinger Gemeinde ganz große Ehre findet, das ist der Jean-Pierre Junius. Vielleicht für euch unbekannte Namen, aber für Schöffling doch bekannte Leute. Ja, schön gesagt, Schöffling ist ein Konvivialgemeinde. Großevenementer fanden regelmäßig statt, wenn der Chance hat, in Juli zu Schöffling gewesen zu sein, dann hat er den Eurofestival mit erlebt, das ist ein Event, die regelmäßig an anderen Ortschaften von Europa stattfindet. Und dieses Jahr am Kader von S22 bei der Festivität eben dann noch zu Schöffling. Nicht mehr spät wie an einer, ja, Ivo Meier ist das, ja. Bei Samstag. Da haben wir als Kulturfest, auch da invitieren wir euch ganz herzlich, hinzukommen an ein flottes Programm, das ist Fest, los mal so zu ehren von unseren ausländischen Mattbürger, weil ihr könnt eine ganze Reihe von kulinarischen Spezialitäten, nicht nur von Lützburg, aber besonders eben auch aus den Ländern, nicht alle Guren, die 100, die Matt machen, könnt ihr da genießen. Wir haben ein Jugendhaus, wir haben ein Kunsthaus, und wir haben neuerdings auch einen Zirkus, wo Leute sich können. Daran übernüchten. Ja, wir sind ein Klimapakt-Gemeng, wir sind die echte Gemeng, die echte urbane Gemeng heute zu Lützburg, die den höchsten Preis kriegt, die mit der Umwelt und mit dem Naturschutz und mit der Durabilität zu dienen hat, nämlich den European Energy Award a Gold. Und wir sind auch rezertifiziert, weil sowohl den aktuellen Schäferhut wie die Schäferhut für drunter eine ganze Reihe von Initiativen und Wege gelöst haben, für Energie zu spüren. Ich mache nur einen Klammer ab. Heute zu Schöffling ist unser ganzes Eclairage-Publik auf LED-Luten angestellt. Und da sind da 2 Jahre haben wir angefangen, oder vielleicht sind es auch 3. Und da haben wir es fertig gebracht, unser Eclairage-Publik den Energiekonsum von 30-60% zu reduzieren. Oves wird dann gedimmt. Das merkt man gar nicht, weil einfach genug Helligkeit da ist. Aber das ist eine Initiative, für die wir ganz viel im Land gelöst haben. Wir sehen eine ganze Reihe von anderen Beispielen, die ich noch nicht erwähne. Als Schwämme an der Schule, die geht mit Trinkwasser sozusagen, da gehen Filteranlage gespült, also da verschwingt man kein Wasser. Wir haben ein Projekt bei unseren Mattbücher gemäht, für den Dreck zu reduzieren, das heißt für die schwarze Dreckskost. Zu reduzieren, und zwar die Leute, die bereit sind, zu recyceln, die ein Geringdreckskiste profitieren, die Glas nicht an die schwarze Mülltonne gehen, die Papaya recyceln, die spuren Geld, und die das nicht machen, die alles an die schwarze Dreckskiste gehen, die müssen viel Geld auf den Tisch legen, und dafür haben wir, weil wir da das Pferdespricht tun, zu Lützburg pro Kap, pro Jahr, an der Schweizer Dreckskiste zwischen 220 bis 240 Kilogramm. Wir haben fertig gesprochen, dass wir ab 120 bis 130 Kilogramm sind. Und wir haben also als Ziel gesagt, die Covid hat ein bisschen erschwert, dass wir fertig bringen nach diesem Jahr unter 100 Kilogramm pro Kopf an der Schweizer Dreckskiste können zu sehen. Das ist eine enorme Reduzierung von Müll, den eben nicht kann trittiert geben, dadurch, dass wir fertig bringen, die Plastik, Papaya, und vieles anderes, das zu trennen, wie man das erreicht. Wir haben Naturschutzgebiete, wenn der Ofen auf den Berg geht, geht er durch ein Naturschutzgebiet, wo versichert gedenkt, Symbios zu fangen zwischen den Liefer, zwischen den Velofahrern und den Spaziergängern, an der Fauna, an der Flora, an der Tierwelt. Das ist das Naturschutzgebiet Lallinger Berg, respektive Brucher Berg. Wir haben an die Durchrichtung geguckt, in Naturschutzgebiet am Brill.
in Naturschutzgebiet, wo man auch Wehe angelöst hat, wo Leute mit keiner Kutschen können durch die Naturschutzgebiet gehen, wo Leute mit einer Mobilität reduziert, mit einem Rollstuhl respektive mit einem Rollator, können das genießen, was du ganz gut aus dir gesehen hast, ein paar Bilder, wie das kann ausgesehen. Schöffling, ein flott Gemenge, schon sind auf der Gemenge rot angegangen. Wir haben einen Masterplan entwickelt, vielleicht noch einen kleinen Trio. Wir haben eine ganze Reihe von Sport- und Kulturinfrastrukturen, die erneuert müssen gehen, die viel Energie verbrauchen. Und dafür haben wir alles mit einen Plan aufgestellt, für auf einen anderen Platz vieles neu zu bauen. Voilà, dann aufschließend ein paar Bilder und Impressionen von Schöffling. Hier sehen wir auf der linken Seite D'Antria Schöfflingeranner und dann eben eure Blick auf das sogenannte Naturschutzgebiet am Brill. Immer verbunden mit Schöffling aus dem Bild neben drunter, das Stadthaus, das Gemengenhaus und Kirsch. Und dann natürlich auch ein Blick auf die Freier Schmelz, wo haut nicht mehr von dem Ganzen durchaus außer den geringen Turm. Und nach so ein paar Impressionen von Schöffling, als Seniorenwohnungen, als Hauser Kass, wo ein ganz großes Renovationsarbeit anlegt. Wir haben den Bösch gerne besichtigt, nicht nur von den Bösch-Zwergen, die du gesagt haben, auch von den Leuten, die du willst spazieren gehen. Und da gehen nicht viel so protegieren, mit kann ich alles so begehen wie das. Dann haben wir ein ganz neues Kapitel abgeschlossen, das Jahr. Und zwar, das ist die sogenannte Renaturierung von einer Quelle. Das ist bei der Geriatrie, ob der Reich an der Gute denkt, ein so über Schöffling, das ist ein so von einer Wasser nichts so zu suchen. Und wir haben am Kader von S22 ein Projekt lanciert, für das zu erneuern und Leute zu neuem Leben zu wecken. Voilà, so eine Schmerz für Aufmerksamkeit und viel Freude zu Schöffling mit allem und vielen anderen Sachen, die wir euch präsentiert haben und noch nicht präsentiert haben. Merci. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das ist mein Ehre Fred als Vertreter von der Kommission d'Integration pour vous du nächste Richt. Zusammen mit Edith, mit Maria, mit Nina, mit Fatmir, die alle gut noch mal sind an unserer Integrationskommission. Also für uns wichtig, wenn neue Leute auf Schöffling kommen, also auch als Aktivitäten durchzustellen. Eine Aktivität hat der Bürgermeister schon gesagt, dass die Ivermoire stattfindet, also als Test von den Kulturen. Wo ich euch schon ganz herzlich invitieren, wo in den einzelnen Kulturen, die es heute Schöffling gibt, kann kennenlernen, sind über 100 Nationalitäten hier, aber auch ein Echange kann stattfinden. Sie sind nicht alle 100 da, so in der Stadt direkt, wir sind da ganz viel da, wo wir auch da kulturelle Programme und andere Programme über diese mitmachen. Der sieht auch hier rundherum stehen, kulturelle Diversität zu schöffeln. Der Bürgermeister aus Trobagagen, als ein Vortrag, über den Sport heute schaffen. Sport ist die Platz, wo die Integration am sehersten klappt und am sehersten läuft. Und der Kultur ist ein bisschen schwierig, weil du hast Sprachbarriere. Und Sprachbarriere ist etwas, was wir zusammen heute schaffen wollen, nicht gehen. Zusammen den Gemengerot, die wir sämtlich politisch Grenzen wäschen, zusammen an dieser Ausländerkommission und zusammen noch für einen Pakt vom Zusammenleben zu machen, wo die Sport am Mittelpunkt steht. Und als Samstag morgen um 10 Uhr haben wir gesprochen, Kaffee, den ist an der Maison des Générations, an der Michel-Rodan-Straße, wo ihn sowohl auf Letzebäuerisch wie auch auf Englisch kann diskutieren, ohne auf grammatische Fehler aufzupassen, ohne, wenn er mal ein Wort vergisst, für auch die Leute dort Gelegenheit gehen, Praxis zu lehren. Aber wenn wir schwätzen vom Pakt zusammenleben, als für uns, und dafür haben wir den noch unterschrieben, zusammen mit dem Familienminister, wo wir auf die Hölle von der ASTI und noch vom CEFIS können zurückgreifen, da das für die Leute auch ein System in Not zu bringen. Wenn man an ein anderes Land geht, gibt es ein anderes System an den Kulturen, mit gibt es auch ein anderes System an der Politik. Und heute in Lützburg ist es möglich, auch als Nicht-Lützburger bei Gemengewahlen mit Wählen zu gehen, man muss ihn sich anschreiben. Und die Anschreibungsprozedur, die ist am Gang, und das da, wo wir uns auf den Fendel geschrieben haben, dass wir gerne so viel wie möglich nicht letzte Bäuer auch dazu bewegen, sich aktiv zu beteiligen und noch aktiv bei den nächsten Gemengewahlen, die nächstes Jahr den 11. Juni sind, auch mitzumachen. Und dafür wird auch Gelegenheit, nächsten Samstag die Frauen zu stellen, die da will. Alle guten die Frauen, die da will, können auch sie Feier stellen.
die einfachen Menschen und die schweren sie, sie können ja schon gut dann noch durch die Antworten gehen, die notwendig sind. Dann ist es auch, was wir ganz massiv machen, das ist Spruch. Wenn wir der Meinung sind, dass die beste Integration lebt, über den Spruch. Wir machen ganz viel Ofenskuren heute zu schöpfen, wo die Gelegenheit hat, Lützebäuerisch zu lehren. Es geht nicht darum, perfekt muss Lützebäuerisch zu schwätzen, aber dass ich noch einmal mit den Männern kann dialogieren. Wir sind also auch bewusst, dass Englisch immer mehr eine große Wichtigkeit an unsere Wirtschaft geht und auch dort wollen wir mit an unsere Programme dran wollen. Erst alle Gute nach einem Jahr. Vielmals merci, wir brauchen erst alle. Alle Gute, die Leute, die heute schöpfen, wohnen und leben, gehören zu unserem Zusammenleben. Und das ist auch wichtig, dass wir alle Gute zusammen und dem Schöpfling bauen, was wir gerne hätten für die Zukunft, der Schöpfling nach und nicht unbedingt mit groß, mit mir schön geht, für das wir auch eine Lebensqualität als Schöpfling bauen. Der hat gesagt, der ist alle Gute vielmals merci. Und ich freue mich erst nächsten Samstag hier bei unserem Kulturfest rumzugehen. Merci. Guten Abend. Wie ich schon mitgedeelt habe, dass ich heute ein kleines Rätsel teilen, habe ich mir vorgestellt, wie soll ich die Sache angehen? Ich könnte einerseits auf Wikipedia gucken, was sie über Schöpfling suchen oder an einer solchen Publikation. Und dann habe ich gesagt, das ist doch viel mehr authentisch, wenn ich als Stockschöpflinger ein bisschen so suche, wie ich meine Wirtschaft gesehen habe. Weil ich bin nicht nur Präsidentin von der Bürgerkommission, sondern für alle meine Person, die schon ganz lange heute Schöffling wohnt, mir nicht nur wohnt, sondern für alle lebt. Für mich als Schöffling mein Leben. Ich wohne seit mehr als 50 Jahren hier, sind hier an die Schule gegangen, habe Schöfflinger jung bestürzt, war über 30 Jahre beruflich heute Schöffling aktiv an einem eigenen Betrieb, also ganz engagiert am sportlichen, kulturellen und politischen Plan. Für mich als Schöffling die ideale Wirtschaft für Jung und All. Unser Busch mit den vielen flotten Wehen aus Santé Pädagogique und Naturschutzgebiet um Brill. Für Jungfamilien sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben viele Kirchen, Garderien, Maison Relais, gute schulische Infrastrukturen, ein Service Pedibus, ein Jugendhaus, ein Skaterpark, Beachvolleyballterrain, auf verschiedene Velos-Wehe an den Service Velo OK, wo ein Velo und ein Elektro-Velo kann lehnen. Aus medizinischer Sicht haben wir auch ganz eine gute Abstellung. Laboratoren, Doktoren, Zahndoktoren, Apotheken, Kinien, Doffren für die Miela-Generation, als auch bei uns nicht vernünftig gehen. Wir haben viele gemeine Wohnungen für Miela-Personen, die PMR-gerecht sind. Wir haben einen Club Senior am Kiosk, den ein ganz großes Angebot durch sportlichen, kulinarischen und kulturellen Angebote. Im sportlichen Plan, also doch schon ein paar erwähnt gehen, steht Schöffling, hat Schöffling ganz viel zu bieten. Sie wird alles schwimmen mit einer Sauna, zwei Fußballterrain, ein Leichtathletikterrain, Sportzahlen, Tennisfelder draußen an Bannen, Bullpisten draußen an Bannen, Hundsterra an ein großes Panoplie von lokalen Vereinen, am Einzelsport, Equipesport, verschiedene Ballsportarten und auch so Flottsachen wie Kehlen, Darts, Schach, Schießstand und vieles mehr. Ein detailliertes List von all diesen Vereinen, Matthäre Responsablen, die ihr euch gerne könnt melden, fand ihr auf unserem Internetseite von der Gemeinde um www.schöffling.lu unter der Rubrik Service Citoyens Association Locale. Um kulturellen Plan hat Schöffling auch viel zu bieten. Als Galerie Schöfflinger Kunsthaus, die den Herr Bürgermeister schon annimmt hat, wo am Moment bis Ende Oktober eine ganz guckenswerte Ausstellung von einem renommierten Schöfflinger Künstler, dem Herrn Atteville, zu sehen ist. Wir haben eine Harmonie, wir haben drei Gesangvereine, am Januar wird immer heute Schöffling Theater gespielt. Und wir haben viele verschiedene Vereine im Bereich Fotografie, Videofilmen, die da ja auch schon hier gesehen, wie aktiv als Videofilmer von der AMSI sind, Chambere sammeln und all vieles mehr. Nicht zu vergessen, die Schmelzarbeitermuseum, ein Teil von unserem Patrimoine, um Terrain von den alten ArcelorMittal-Frischen, wo in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine ganz neue Karte, der Karte Metzelschmelz, entsteht, wo Wohn-, Schaff-, Schul- und Freizeitkarte geht.
Schöffling ist auch ganz gut im öffentlichen Transportnetz angebunden. Mit Bussen an sich, die alle 15 Minuten an zwei Direktionen fahren und auch in direkten Ab- und Auffahrten auf Collectrice du Süd und auf der Autobahn. Nicht zu vergessen eine aktive Geschäftswelt und eine Panoplie von Handwerksbetrieben, die die nächsten Jahre der Sohn der Aktivität Ökonomik auf Herbert immer mehr Bedeutung kriegt. Der sieht, es gibt viel gut Grund, nicht nur ein heute Schöffling zu wohnen, sondern für allem heute zu leben. Und er ist aktiv und die Vereine und die Manifestationen, die Gemeinde an die Leute proposieren, teilzuholen. Schöffling besteht aus Mitbürgern von über 100 verschiedenen Nationalitäten, als Jitwarin, als bei uns willkommen und Gott Open Arm empfangen. Für den Sprachbarriere, als schon ein paar gesagt gehen, haben wir Sprachkuren zu nehmen, als auch, dass wir ein Service vom Écrivain Public haben, den die Leute ganz gerne bereitstehen, wenn ob irgendwelche administrativen Hilfen sie können helfen. Ob die noch ganz neu hierhin geplündert sind, die letzte Woche, Monat oder Jahre, wir wünschen euch all ein ganz herzliches Willkommen an unserer Gemeinde. Herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Bienvenue dans notre commune. A warm welcome in our town. Bienvenidos a todos en nuestra ciudad. Dobo Drogni a Chiflange. Es soll euch allen merci. Und ich schon die große Ehre vom Bürgermeister gesagt zu kriegen, dass ich euch auf den Patief invitieren. Und für alle als Matbürger mit einem anderen Spruch, Pat, also ganz wichtig Wort, weil das ist das Wort, das zu trinken geht, das konvivial zusammen ist, und wo wir flott Gespräche werden, alle zusammen haben. Vielmals merci für das Kommen.